Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen und ihr noch zu den fast 80% meiner Zuschauer gehört, die nicht abonniert haben, lasst doch gerne mal kostenfrei ein Abo da, dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos mehr. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Lasst doch gerne eine Bewertung auf dem Video da und teilt es mit euren Freunden, damit die hier auch auf den Kanal kommen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Item-Shop an und wir haben heute einen neuen Skin tatsächlich. Und zwar den Cobra-Skin. Sieht eigentlich ganz cool aus. Also im Prinzip das Skelett einer Kobra wahrscheinlich an manchen Stücken und dann eben die Gesicht müssen, das Gesicht ein bisschen wie eine Kobra hier mit seiner Zunge, die dauerhaft rausgestreckt wird. Dann hier so ein schön langer, ja wahrscheinlich soll es so ein bisschen fast so ein Zahn von einer Kobra darstellen oder so. Das sieht ganz cool aus. Dann haben wir die Knochenfänge. Dann haben wir von gestern noch den Schlachtenstäbchen-Skin, einmal in der Standardvariante, dann ohne Gesichtsbemalung und dann noch mit Helm. Ist auf jeden Fall ein cooler Skin, hat auch noch ein reaktives Backpack, die werden wahrscheinlich singen, wie hier in der Vorschau, oder dann werden eben halt da so Musiksymbole obendrauf rüber entstehen, wenn man wahrscheinlich irgendwie unter Wasser ist oder so, und davon gehe ich mal aus. Dann haben wir die Blasen-Camo-Lackierung. Ist ganz cool. Noch ein bisschen animiert. Dann der Nacht-Nacht-Skin. Einmal in der unheimlichen Variante, also im Prinzip ohne diesen Helm. Und dann noch unheimlicher. Und dann ist ja noch so ein Helm mit so sich drehenden Spiralen. Ist auf jeden Fall ein Halloween-Skin und war, glaube ich, auch schon wirklich lange nicht mehr im Shop drin. Ja, wobei ja auch jemand, dass da einer der wenigsten Skins ist, die so auch mal zwischen Halloween reinkommen. Ich glaube, zu Halloween war da gar nicht drin, aber ist eben halt trotzdem eigentlich an Halloween angelehnt. Dann haben wir Tanzspagat. Als nächstes haben wir die Neon-Gift-Lackierung, leider nicht animiert, was eigentlich relativ schade ist, weil ich glaube, man könnte hier eigentlich eine ganz coole Animation so rüberlaufen lassen. Dann haben wir auf jeden Fall die rosa Flamingo-Spitzhacke. Dann den Matchball-Skin und als letztes noch Rage Quit. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.